Ja, meine Freunde, wunderschönen guten Tag. Gabriel ist hier wieder am Start und zwar mit der App Extreme Demolition. Ja, so, $800 haben wir gleich eben gerade geschenkt bekommen quasi. Hat uns gerade das Spiel gezeigt. Hier ist unsere Garage, hier Multiplayer und da das Play. Also gehen wir direkt erstmal auf Play. First Match, da wollen wir erstmal reingehen, erstmal auf Easy. Und gucken uns erstmal an, was man hier so alles bewegen kann. Geld oben rechts, vorwärts, Break, Reverse. Pause, Steer, also let's race. Okay, Reserve, Break. Bremse, Gas geben. Na gut. Was können wir denn hier so Schönes machen? Wir müssen eigentlich in dieser App Folgendes machen. Extreme Demolition heißt es. Es heißt eigentlich nur alles kaputt fahren und dafür Geld kassieren. So, ja, da ist es auch kein Problem, hier irgendwo an der Wand hochzufahren. Ja, im Moment sieht das Ganze auch recht passabel aus. Allerdings, nanu nanu, lasst mich mal in Ruhe. Erinnert mich gerade so ein bisschen an das Derby-Spiel Flatout, also Rennderby. Tatsache, da gibt es auch Kohle, wenn ich dann doch mal die ramme. Mal sehen, wenn ich jetzt hier den Pfeiler umfahre. Oder auch so, das geht auch. Top. Jetzt haben wir den aus dem Weg geräumt. Na, 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 was ist denn da los? So mit spannender Musik hier im Hintergrund auch überlagert. Na, na, wo sind sie denn hier, die Freunde? So, da haben wir ihnen auch schon die ersten $100 dazu verdient. Eigentlich auch traurig, nur $100 dafür, dass ich mein Auto hier total zu Schrott fahre. Gut, Finish. Hab den dritten Platz also gerade belegt. In Ordnung, $142 habe ich rausgeholt. Guter Verdienst in 2 Minuten Fahrt. Nicht mal ganz 2 Minuten. So, und was habe ich jetzt hier geschafft? First Match. You must... Wie jetzt? Also ich habe zwar den dritten Platz, aber das war wohl nicht ausreichend genug. Aha. So, nun kommt es jetzt hier ganz dicke. Den haben wir hier gleich erstmal umgerammt. Na, na, wo sind sie denn? So, Freunde. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Stress. Also so geht das hier nicht weiter. Irgendwo ist auch mal eine Grenze. Ja, also mal so ganz nebenbei muss ich mal sagen, ist das eigentlich cool? Jo. Weil eins ist krass, dass es so perfekt ohne Probleme auf dem Handy läuft, im Gegensatz zu der Schnecken-App da, die ich mal, wissen jetzt hier, ist tot oder was der Motor, nee, geht noch was. Zu der Schnecken-App, da ist ja gar nicht viel passiert, aber das Ding läuft hier frontal. Das ist richtig genial, muss ich mal sagen. Und tolle Grafik, nicht überragend vielleicht jetzt für den einen oder anderen, für mich vollkommen in Ordnung. Wir spielen hier auf dem Handy, das ist vollkommen okay. Läuft ganz flüssig. Tolle, ja, tolle Musik, tolles Feeling hier. Display reagiert auf Multitouch, so wie ich mir das wünsche. Oha, da sind wir aber schon ein bisschen höher hier, wa? Wie ist denn das jetzt hier? Woran erkenne ich denn eigentlich, wann ich hier Bronze habe und wann nicht? Bautz, Freunde. So sieht das aus. Also auf dem Dach kann hier anscheinend kein Auto mehr landen. Scheiße. Wo sind sie denn? Oh, da ist einer kaputt. Ich glaube, jetzt habe ich es schon fast geschafft, wenn du so willst. Ich muss also... Zweiter Platz. Das ist doch schon mal viel besser als der dritte. So wie eben. Habe ich jetzt wenigstens das geschafft, was ich wollte, oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Zweites. Ach, ich muss das kaufen. Ich verstehe. Ich brauche... Ich muss das also kaufen. Gut, kaufen wir das einfach mal. Kohle hole ich ja sowieso immer wieder ran. Und gucken wir mal, was man hier so gefallen lassen muss bei dem zweiten Derby. Ich denke mal, es sind bloß Arenen hier, wo man gegeneinander fahren kann, die dann anders aussehen. Na, scheiße. Hat er mir den Schwung geraubt. Ich bin auch immer allein unterwegs. Die haben es noch nicht so auf mich abgesehen. Na, aber ich auf die... So, meine Freunde, jetzt wollen wir mal sehen, wer hier wen crasht.
Bremsen brauche ich hier nicht, denn es reicht, wenn ich so in den Haufen reinfahre, da geht genug kaputt. Läuft wirklich sehr flüssig. Teilweise sogar schöne Physikeffekte drin vom Springen her, was ungefähr so sein könnte. Scheiße, klappt denn das hier nicht? Ist ja Wasser, hier ist Wasser. Kann man auch gut rausfiltern und erkennen. Bam, den haben wir erwischt. Ja. Na nun, komm, gib Gas. Was soll ich sagen? Also, der eine ist Schrott. Jetzt sind sie gerade doch hinter mir her. Ah, jetzt habe ich doch Kohle gekriegt. $184. Und auf seinem Dach noch eine Runde gratis mit die fahren. Den hole ich mir. Na bitte. Also, Geld verdienen geht hier sehr gut, wenn man das in echt auch so könnte, wa? Da wären die Reparaturkosten höher als alles andere, aber das zählt in dem Spiel nicht. Wichtig ist hier wohl der Spaßfaktor, Hauptsache kaputtballern, aber repariert werden muss nicht. Und das ist auch gut so, weil sonst, glaube ich, wäre ich schon längst pleite gewesen. So, und den muss ich mir jetzt bloß noch schnappen. Na, da will er mich erwischen hier. Das Gute ist oben links die Karte, ohne die könnte ich mich gar nicht so richtig orientieren, weil ich gar nicht wüsste, wo der Gegner immer so schnell ist. Aber dank Karte funktioniert das sehr gut. Komm schon. Fahr doch mal nach links. So, sehr schön. Wenn ich es schaffen sollte, hier vielleicht doch nochmal den ersten Platz zu besorgen, wäre ja schon mal die erste Frage geklärt, wie ich hier Medaillen kriegen kann. Okay, da habe ich es auch schon geschafft. Sehr schön. Fast $500 eingestrichen. Da hat sich doch das gelohnt. Ach so, ich muss gewinnen, um die Bronzemedaille zu bekommen. Also da reicht also nicht irgendwie aus. Alles klar, ich habe es verstanden. Die Bronzemedaille ist also, wenn ich gewinne, nicht wenn ich der dritte Platz bin. So soll das hier funktionieren. Na, ich brauche wohl mehr Schwung. Da es hier aber keine Geschwindigkeitsanzeige gibt, weiß ich nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Je mehr Schwung man hat, desto mehr wird man wohl bekommen. Dann springen wir erstmal eine Runde hier rüber. Na gut, fallen wir erstmal auf das Dach wieder. Es geht also doch. So, jetzt müssen wir mal eine Runde Schwung holen hier. Ganzen Kram hier aus dem Weg räumen. Mach mich hier selbst kaputt. So, und jetzt rechts rum, weil der verfolgt mich doch hier schon wieder. Den haben wir erwischt. Schön seitlich eine reingedrückt. Fetzt, auf jeden Fall. Dann werde ich doch mal den Multiplayer gleich angucken werden müssen dürfen. Um zu sehen, ja, wie der Multiplayer so aufgesplittet ist. Bam, der ist weg. Den haben wir rausgeschossen. Die kabbeln sich da hinten beide so ein bisschen. Die haben nur mit sich selbst zu tun. Oh, scheiße. Nicht gut getroffen, nicht gut getroffen. Komm, jetzt habe ich dich. Gibt es doch nur noch einen, ne? So, da haben wir dich doch, mein Freund, in deinem Jeep. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch zur Seite. Scheiße, verfehlt. Wenn er mal stehen bleiben würde, dann könnte ich ihn noch besser anvisieren. Na, so geht's auch. Aber die Orientierungsmöglichkeit an der Karte ist echt genial. So kann man wenigstens sehen, was man wie reißen kann. Na, so geht's auch. Einfach hochspringen, aber er trifft mich trotzdem. Die Saudi. Ich wollte eigentlich Erster werden, mein Freund. Damit ich hier wenigstens die Bronzemedaille rausholen kann. Und es gibt hier bestimmt ja auch noch Tuning-Optionen. Okay, er hat mich jetzt ausgenockt. Hat sich die Sache erledigt, aber Geld verdienen tut man hier wirklich sehr schnell drin. Gucken wir mal hier. Power. Tatsache. Kann ich also alles aufrüsten. Speed. Und wie lange er leben soll. Und die Bremsen. Die Bremsen brauche ich eigentlich gar nicht. Multiplayer. Ach so. Multiplayer-Version ist nur verfügbar, wenn ich das Ding auch kaufe. Über PayPal zum Beispiel. Na gut, dann machen wir es ganz einfach. Wir machen mehr Power rein. Für 500 Power. Und einmal mehr Durchhaltevermögen für 500.
Und dann gehen wir nochmal in den Modus hier oben rein. Und ja, man hat halt noch andere Level. 8 Stück, glaube ich, habe ich jetzt gezählt insgesamt. Ich habe jetzt gar nicht so richtig hingeguckt. Und je mehr Power ich habe, desto einfacher wird es mir wahrscheinlich fallen, die Kumpels hier mal auszunocken. Denn ein paar Minuten Spielen reichen ja nun schon aus, um einfach hier mal ein bisschen Kohle ranzubekommen und wieder was aufzutun. Also reicht es, wenn man ein paar Minuten auch am Tag mit der App spielt. Und das ist doch schon mal sehr geil. Na, nun lass mich hier mal an der Seite vorbei. Jetzt lassen Sie mich gerade nicht in Ruhe. Oh, da habe ich abgehoben direkt. Und er hat mich unten am Fahrgestell natürlich direkt erwischt. Du kriegst mich nicht so einfach, Freund. Vielleicht machst du auch mal das, was ich möchte und lenkst da mal nach links statt nach rechts. Ah, mitten durchgefahren hier, ja. Bin ja noch nicht in der Halfpipe, dass ich hier einfach mal so jump and run kann. Jetzt habe ich euch. Den habe ich. Das ist schon mal sehr schön. Na, komm, komm. Den roten haben wir wieder erwischt. Ihr seht ja, die Kohle kommt hier von alleine, wenn man das so will, ein paar Mal crashen. Und da ist es auch schon gleich die 200er Marke wieder erreicht. Ihr braucht aber wirklich ein bisschen Schwung. Mit so ein bisschen Pillepalle kommt man wirklich nicht weiter. Jetzt habe ich wieder einen hier, der verfolgt mich. Ich weiß auch nicht, ab und zu bleibe ich hier auch einfach mal stehen, weil ich mich hier irgendwie in irgendwelchen Gegenständen verhake. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Oh, 4. Platz, da habe ich auch direkt als Erster verloren. Ja, Extreme Demolition ist kostenlos natürlich im Play Store erhältlich. Und den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und ansonsten kann man hier wirklich eine Menge mitreißen. Was kann man unter Optionen noch anstellen? Grafikqualität, achso, ist schon auf High, wa? Ist ja schon auf High. Also höher geht es wirklich nicht mehr. Wir können uns das vielleicht nochmal angucken, wie es auf ganz Low aussieht, sodass es auch auf normalen 1 GHz Geräten vielleicht läuft. Das war wieder ein Fehler, da drauf zu drücken. Grafikeinstellungen beim Handy zu ändern, ist genauso gesund wie eine Sahnetorte auf Ex zu essen. Weil das dauert einfach zu lange, bis es wieder rauskommt. Was ist denn da jetzt los hier? Ja, das war halt Extreme Demolition. Und er lädt und lädt. Also merkt euch eins, lasst die Grafikqualität einfach auf ganz oben, wenn es denn flüssig läuft. Ansonsten sitzt ihr hier bestimmt erstmal 1 Minute, 2 Minuten rum und es passiert gar nichts. Ja, und das soll es auch erstmal gewesen sein und wir melden uns bei der nächsten App Review zurück.